suchen wir denn? Wo suchen wir denn dann? Lassen Sie sich nicht entmutigen, Mr. Alistair. Es gibt noch Hoffnung. Es könnte irgendetwas Schlimmes passieren und Sie müssten sich den ganzen Kram nicht mehr antun. Nein. Ja, und jetzt? Da wir schon so weit gekommen sind, müssen wir nur noch die aufregende Schatzsuche nach den Engeln abschließen. Ne? Was? Das ist die richtige Einstellung. Also, wenn Sie den letzten Engel irgendwo im Ballsaal finden können, belohne ich Sie mit einem Bietschein für die goldene Göttin, die wir leider nicht da haben. Also nicht, dass das momentan ein toller Preis wäre. Oh je, jetzt habe ich ihn wieder traurig gemacht. Warum stürzen wir uns nicht auf die Schatzsuche, um ihn wieder etwas aufzuheitern, Miss? Ne? Okay, wo wäre das denn? Ich habe gerade aufs Essen geklickt und da war was. Essen! Oh, was ist denn mit diesem Stapel an Gerichten passiert? Das sieht irgendwie anders aus als vorhin. Vielleicht ist da was weniger? Wirklich? Das wirkt gar nicht, als hätten da so viele Leute reingehauen. Nö. In dem Kuchen! Nein. In Mr. Onessas! Im Truthahn? Nein. Vielleicht. Nein. Fasan. Ich habe auf was? Die Leine geklickt. Da ist auch nichts, okay. Da ist nichts. Ja, aber. Guck mal, was sie sagt. Der Ballsaal fühlt sich ohne die Statue gar nicht mehr so groß an, oder? Ich finde es lustig, wenn sich Sachen nicht mehr so groß anfühlen. Wo kann sie denn nur sein, Miss Layton? Ich weiß, was fehlt. Kran ist nichts. Ich weiß, was fehlt. Warte mal. Also wir haben das Essen, das Podest für die Statue? Hatte sie ein Podest? Ja, aber das ist, macht nichts. Ich weiß, was fehlt. Bei dem Essen. Ich weiß, was beim Essen fehlt. Keine Ahnung. Was? Die goldene Kugel obendrauf. Oh. Aber da sehe ich nichts. Ja, und bei den bei den Schenkeln übrigens, da ist ein Rätsel. Oh, soll ich? Ja. Okay. Weil sonst wüsste ich nicht, dass da ein Rätsel ist. Ja. Bitte einmal den aktuellen Stand der Rätsel. Ja, das müsste Kira sein. Kira, los! Also. Kira, los! Du bist dran! Oh Gott, wie heißt das noch? Okay. Der Punktestand. Ja, okay. Ich glaube, ich werde mir diesen mehrstufigen Turm mit Gerichten ganz genau anschauen müssen. Fangen wir mit diesem köstlichen Hühnchen an. Das riecht ja wunderbar. Alles gut. Finger weg vom Fresschen! Ist Ihnen denn nicht bewusst, dass so viele Kalorien den Lebensprozess verlangsamen? Was? Aber. Ich liebe Schokolade! Ja. Wer mich nicht kennt, ich liebe Schokolade. Hallo, ich bin Vinti. Und ich bin schokoladenabhängig. Hallo, Vinti. Es ist halt so. Ja. Ich liebe es halt. Ich habe übrigens die ganze Zeit so einen Blick auf den Stream, weil ich wissen will, ob der irgendwann mal so mittendrin stoppt. Ja. Ich bin ja voll aufs Ganze gegangen mit der Upload-Rate. Ja. Oh, schaut mal, auf diesem Teller ist ja sogar ein Rätsel. Mal schauen, was passiert, wenn ich das löse. Dann geht's kaputt. 106, steinernes Auge. Okay, jetzt habe ich voll Ding den... Wechseln. Ich muss das Ding wechseln, ja, ich muss das Ding wechseln. Okay, und das funktioniert trotzdem, ne? Ja, okay, und so. Währenddessen lese ich mal vor und das ist anscheinend ein Rätsel, wo du mehrere Möglichkeiten hast. Also, okay. Welche Wege hatten wir da?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, wenn ich es falsch habe und dann richtig, aber du es beim ersten Versuch richtig hast, dann kriegst du den Punkt, glaube ich. Ich würde sagen, wir sollten es so machen, ja. Andererseits, wenn du es schneller hast und richtig hast, dann kriegst du auch den Punkt. Ja, dann kriege ich auch den Punkt. Ja. Okay, hier haben wir einen Stein, in den Symbole gemeißelt sind, die irgendeine Bedeutung zu haben scheinen. Das obere Stück fehlt und muss wieder angeklebt werden. Aber die Steinteile sind alle durcheinander und niemand weiß mehr, welches das Richtige ist. Schau dir die Symbole auf der anderen Seite des Steins an und finde heraus, was fehlt. Okay. Schau dir die Symbole auf der anderen Seite des Steins an. Ja, also ich kann ja nur den Stein auf dem oberen Bildschirm. Ja, aber was meint ihr mit auf der anderen Seite? Ja, wahrscheinlich, das ist eine gute Frage. Ah, vor allem, also an sich ist es ja irgendwie ein... Man kann den Stein ja auch nicht drehen, ne? Nein. Ach, das ist gemein. Ich bin gerade verwirrt. Also ehrlich gesagt, ich bin so am überlegen, ob wir nicht einfach kurz drauf gucken, uns jeweils eine Antwort aussuchen und dann gleichzeitig das machen. Okay, warte, aber ich will nochmal mir das durchlesen, weil ich bin gerade nochmal verwirrt. Hier haben wir einen Stein, in dem Symbole gemeißelt sind, die irgendeine Bedeutung zu haben scheinen. Das obere Stück fehlt. Aber nur da, wo das abgebröckelt ist, oder? Diese Ecken ist nicht, das fehlt nicht, oder? Nee, das glaube ich ist nicht. Muss wieder angeklebt werden. Aber die Steinteile sind alle durcheinander. Und niemand weiß mehr, welches das Richtige ist. Schau dir die Symbole auf der anderen Seite des Steins an. Auf den anderen Seiten? Auf den anderen Seiten. Okay. Ah! Okay. Das hatte ich auch voll falsch gelesen. Ja, okay, dann gibt es wieder so. Und finde heraus, welches fehlt. Okay. Hat es irgendwas mit den Formen zu tun vielleicht? Das überlege ich halt auch gut. Aber nee, sieht nicht sonderlich danach aus. Als ob das irgendeinen Aufschluss darüber gibt. Also, anhand von diesen drei Symbolen soll man erkennen, was das vierte sein soll. Ich hätte eine Idee. Ich hätte mehrere Ideen, was... Also, ich hätte zwei Ideen, was gehen könnte. Also können wir vielleicht den ersten Hinweis nehmen? Also, weil ich würde halt gerne den ersten Hinweis nehmen, aber ich will jetzt auch nicht nur, dass nicht nur ich den ersten Hinweis nehme, das würde ich unfair finden. Ja gut, dann nehmen wir den Hinweis. Okay. Mal, ob ich das richtig verstehe. Bin etwas Bestimmtes ab, das sich je nach Position auf dem Stein verändert. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber, das heißt dann... Das ist ja jetzt das Problem. Also eigentlich... Ich denke, ich hab's. Also ich hab meine Wahl getroffen. Okay, ich auch. Gut. 3, 2, 1. Warte, bestätigen. Achso, ja, bestätigen hier. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Okay. Okay, Punkt und Punkt. Ist die Sonne, oder? Nein, es ist, also es ist D, ne? Ja, aber halt die Sonne. Ich dachte ein Auge. Was hat's dann mit dem Auge zu tun? Das.
Ach so. Ah. Deshalb, und weil man das dann von oben oder irgendwie so sieht. Ah, okay. Nee, ich habe gedacht, das ist eine Sonne. Hm. Und dass du dann halt so, die Sonne wandert von links nach rechts. Und um bis halt so, dass die aufgeht. Ja, im Grunde ist es ja mit der Pupille dann auch so. Oder untergeht halt so. Also gleiche... Ja, also gleiche Art von wegen so. Und ich habe halt gedacht, so rund ist bestimmt so. Ja. Okay. Auf jeden Fall, ja, dass das ein Auge... Also mit dem Tipp habe ich dann auch gesehen, okay, es wird ein Auge gemeint sein, weil das sah halt so aus. Ich hatte auch zwischendurch überlegt, ob es ein Auge ist, aber ich war mir nicht sicher. Mhm. Und am Anfang, ganz am Anfang habe ich gedacht, das ist Mond und das zeigt die Mondphasen. Ja, ist klar auch nicht unplausibel. Okay, Interieur-Ticket. Okay, Dingenswechsel. Ja, Dingenswechsel. Moment. So, bitteschön. Jo, Oh, sie haben es geschafft. Sie überraschen mich immer wieder, Katria. So. Das ist seltsam. Ich kann hier nirgendwo eine Engelsfigur entdecken. Die drei anderen Engel haben wir direkt nach Lösung der Rätsel gefunden. Nur weil man jede Nacht den Mond am Himmel sieht? Als Bezug auf das Rätsel. Heißt das noch lange nicht, dass man ihn auch heute Nacht sieht, mein Freund? Nein, das Rätsel, das Sie gerade gelöst haben, ist nur ein Hinweis darauf, wo der Engel in diesem Raum versteckt ist. Ja, ich weiß, du magst Disney-Filme. Ja! Aber das ist kein Disney-Film. Ich glaube, das ist ein Pixar-Film. Disney und Pixar, oder? Ah. Also, weil Pixar-Filme sind auch immer gleichzeitig für mich auch Disney-Filme. Okay. Ah, es ist also ein Hinweis, ja? Nun, die Lösung des Rätsels war, dass man nach oben schauen muss, oder? Ne? Aha, vielleicht müssen wir also auch den nach oben schauen, um den Engel zu finden. Ist der an der Decke? Ich kann da leider nicht hingucken, ich kann nicht nach oben gucken. Ja. Ist das so bei Hunden wirklich? Oh, in Ägypten sehen Augen anders aus und in China nochmal ganz anders. Das ist ein guter Hinweis. Wie sehen denn Augen in China aus? Das ist gemein. Nein, das auf dieses Niveau begeben wir uns nicht herab. Nicht ganz so weit oben, denke ich schon. Ich vermute, dass er sich ganz oben auf diesem Turm mit Gerichten befindet. Oh. Ein Turm mit Gerichten? Ist das so ein... Gerichtsgebäude, ein hohes Gerichtsgebäude. Verfassungsgericht. Da bringt man Leute aus der Verfassung. Natürlich, das ist der Hinweis. Schauen wir uns doch gleich mal die oberste Ebene an. Okay. Untersuche die Spitze des mehrstufigen Turms von Gerichten. Plop. Schwupp. Ah, das ist ja schade. An der Spitze des Turms mit Gerichten scheint es keinen Engel zu geben. Wirklich? Aber er sollte doch da sein. Ich kann mich sogar an diese kleine runde Dekoration ins Ohr erinnern. Aber die scheint uns auch zu fehlen. Ja, ich erinnere mich auch noch an diese Deko. Die Dekoration ist weg? Nein! Nein! Nein, das ist ein Desaster! Erst die Statue, jetzt auch noch die Dekoration! Oh, schlimmer kann's nicht werden! Meine Güte, war das eine wichtige Dekoration, Mr. Onessas? Ja, nun ja, nein! Ne? Aber wissen Sie, in der Dekoration, von der wir da sprechen, war die letzte Engelsfigur verborgen. Oh, jetzt habe ich sie gespoilert. Oh nein, Sie meinen also, dass das Letzte jetzt auch verschwunden ist? Ja, das ist doch echt das Letzte. Jetzt ist nicht nur meine kostbare Goldgöttin verschwunden, sondern auch noch der letzte Engel. Und das letzte Einhorn? Nee, das steht da drüben. Ich musste so oft heulen früher bei das letzte Einhorn. Bei Bambi auch? Natürlich!
Hallo, die kommt nicht wieder. Doch, du spulst das Video zurück. Und sag bitte nicht, es war eine DVD. Es war eine Kassette. Gut. Was sollen wir nur tun, Miss Professor? Die Lage wird ja immer schlimmer.